Das Ziel der Demokratie ist die Maximierung des Gemeinwohls. Punkt. Die Gemeinwohlökonomie schlägt auch keine neuen Werte vor, sondern sie sagt nur, dass wir endlich die Werte, die wir schon alle teilen, die wir in unserem Erfahrungsschatz in uns tragen, nämlich im Erfahrungsschatz unserer gelingenden Beziehungen, dass wir diese Werte auch endlich zu den Leitprinzipien des Wirtschaftens machen sollen. Und hier beginnt die Ausgangsthese der Gemeinwohlökonomie, nämlich dass die derzeitigen Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, die derzeitigen Systemweichen, die das Handeln der Wirtschaftsakteure lenken und leiten, nämlich Gewinnstreben und Konkurrenz, Gewinnstreben als das oberste Ziel, das wichtigste Ziel der Wirtschaftsakteure, nicht das einzige, aber das ausschlaggebend schlussendlich wichtigste, und Konkurrenz als die vorherrschende Umgangsform, dass diese Systemweichen die genau gegenteiligen Verhaltensweisen und Werte hervorrufen und systemisch verstärken als diejenigen Verhaltensweisen und Werte, die unsere alltäglichen zwischenmenschlichen Beziehungen gelingen lassen. Und wir haben einen gemeinsamen Leitstern. Wir wissen, wenn wir Vertrauen aufbauen, wenn wir kooperieren, wenn wir uns wertschätzen, wenn wir Toleranz an den Tag legen, wenn wir uns lieben, ganz allgemein, dann gelingen unsere Beziehungen. In der Wirtschaft erstrahlt ein Leitstern aus der genau entgegengesetzten Richtung. Und das bedeutet, wenn man die entgegengesetzten Verhaltensweisen an den Tag legt, wie Egoismus und Rücksichtslosigkeit und Gier und Neid, dann wird man dadurch nicht erfolglos in der Wirtschaft, sondern man kann damit in der Wirtschaft mehr Erfolg haben als mit diesen Eigenschaften. Es ist nicht auf den ersten Blick erkennbar, weil in keinem einzigen Gesetz drinnen steht, du sollst egoistisch, gierig, geizig oder rücksichtslos sein. Da werden Sie kein einziges Gesetz finden. Aber in Hunderten von Gesetzen steht das drinnen. Gewinnstreben und Konkurrenz sind die ganz fundamentalen Systemspielregeln der heutigen Marktwirtschaft, kapitalistischen Marktwirtschaft. Meiner Meinung nach ist das der Aufruf zur systemischen Verletzung der Menschenwürde. Weil wenn ich meine Interessen über die Interessen der anderen stelle, dann werde ich in dem Moment, wo ich die Möglichkeit dazu habe, die andere Person, meinen Tauschpartner, meine Tauschpartnerin auf dem Markt übervorteilen, werde ich meine Interessen durchsetzen. Und wenn wir die Menschenwürde wahren würden als oberstes Prinzip des Wirtschaftens, dann wäre dieses Machtgefälle nicht das geringste Problem, weil dann würde sich die mächtigere Tauschpartei auf Augenhöhe der weniger mächtigen Partei begeben und an der gemeinsamen Wahrung der Menschenwürde ein Interesse haben, was bedeutet, dass man die Gefühle, die Bedürfnisse und die Meinung der anderen Person gleich ernst nimmt und gleich wichtig nimmt und sie danach behandelt wie die eigenen Gefühle, Bedürfnisse und Meinungen. Wenn jemand, der im Range eines Wirtschaftsnobelpreisträgers steht, sagt, Wettbewerb ist die effizienteste Methode, die wir kennen, dann hat das eine mächtige Autorität. Und dann glauben das 9 von 10 Wirtschaftsstudierenden auf der ganzen Welt, weil es wird auf allen Wirtschaftsuniversitäten der Welt heute so gelehrt, auch wenn es gar nicht bewiesen ist. Ich habe den Hayek gefragt, na und wo hast du das bewiesen? Zeig mir bitte die Studie, anhand derer du genau zu dieser Schlussfolgerung gekommen bist. Und er ist stumm geblieben. Obwohl es zur Fragestellung, welche Methode ist die effizienteste, die wir kennen, ungefähr 500 Studien gibt. In allen möglichen Disziplinen, nur nicht in der Volkswirtschaftstheorie. In der Spieltheorie, in der Neurobiologie, in der Sozialpsychologie. Und von 500 Studien, die sind auch untersucht worden, welche Ergebnisse die gezeitigt haben, haben 87% zum Ergebnis gehabt, dass Wettbewerb nicht die effizienteste Methode ist, die wir kennen, sondern Kooperation. Die Angst ist der stärkste Motivationsfaktor in der Konkurrenz. Das heißt, wir haben ein sehr schönes Ergebnis. Wir wissen nicht nur, dass uns Wettbewerb schwächer motiviert als die Kooperation, sondern wir wissen auch, dass uns Wettbewerb vor allen Dingen mit Angst motiviert und Kooperation hingegen durch gelingende Beziehung. Die Regierungen glauben, ja, es gibt noch gute Gründe, die Wirtschaft auf systemischen Wettbewerb aufzubauen. Die Gemeinwohlökonomie sagt, nein, wir schwenken den Anreizrahmen des Wirtschaftens von Gewinnstreben und Konkurrenz um auf Gemeinwohlstreben und Kooperation und bauen die Wirtschaft auf der effizientesten Methode auf, die wir kennen, die aber auch wissenschaftlich abgesichert ist. Anders gesagt, wir schnallen diesem Leitstern den Rechtsrahmen für das Wirtschaften ab und hängen unserem heute schon mehrheitsfähigen Leitstern den Rechtsrahmen auch für das Wirtschaften um. Der Mensch kann sich auch in Zukunft egoistisch, gierig, geizig und rücksichtslos verhalten in der Wirtschaft,
Der Unterschied wird sein, er wird dafür nicht mehr belohnt werden, sondern tendenziell benachteiligt. Und umgekehrt, je großzügiger, rücksichtsvoller, empathischer, geduldiger, ökologisch nachhaltiger und demokratischer Unternehmen produzieren und sich organisieren, desto leichter werden sie es haben, weil desto mehr Vorteile erhalten sie gegenüber anderen Unternehmen, die das nicht tun. Erster Schritt, wir geben den Unternehmen nicht nur ein neues Ziel vor, nämlich einen Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten, sondern wir definieren auch damit unternehmerischen Erfolg neu. Mit dem Hintergrundgedanken, dass heute die ökonomische Erfolgsmessung sowohl auf der Systemebene als auch auf der individuellen Ebene in völlig falschen Parametern gemessen wird, nämlich in Geldparametern. Bruttoinlandsprodukt auf der Systemebene, Finanzgewinn auf der Mikroebene und Bruttoinlandsprodukt und Finanzgewinn, monetäre Indikatoren, sagen genau gar nichts über all das aus, was uns wichtig ist. Ob wir Friede haben oder Krieg, ob Vertrauen herrscht auf den Straßen oder Angst, ob die ökologischen Lebensgrundlagen bewahrt werden oder sich verschlechtern, wie gerecht oder ungerecht die Verteilung ist, ob die Geschlechter gleich behandelt werden, das würde gemessen werden. Und die Attac-Unternehmerinnen haben gesagt, na gut, dann definieren wir doch das unternehmerische Gemeinwohlstreben, dann messen wir es doch und dann belohnen wir es doch. Wir schneiden 5 unumstrittene universale Grundwerte von der Menschenwürde bis zur demokratischen Mitbestimmung mit den sogenannten Stakeholdern, die wir uns erlauben zu übersetzen mit Berührungsgruppen. Also alle Menschengruppen, die von der Tätigkeit eines Unternehmens berührt sind, die Beschäftigten, die Kunden und Kundinnen, die Zulieferbetriebe, die Geldgeberinnen, die Standortgemeinde, die zukünftigen Generationen oder auch die Natur. Und dann suchen wir in den Schnittflächen nach Kriterien, die das Leben dieser Werte messen. Und das Ziel ist, dass alle Unternehmen, egal ob es ein Ein-Personen-Unternehmen ist oder ein Weltkonzern mit 150.000 Beschäftigten, können zwischen 0 und 1.000 Gemeinwohlpunkten erreichen. Das ist das Maximum. Und sie erreichen eine gewisse Gemeinwohlstufe, die einerseits auf allen Produkten aufscheint, auf allen Produkten die Gemeinwohlfarbe, darinnen die Gemeinwohlzahl, das ist das Bilanzergebnis. Konsumenten und Konsumentinnen haben eine klare Orientierung. Und was noch wichtiger ist, für gute Gemeinwohlbilanzergebnisse erhalten die Unternehmen Vorteile. Aber im Regelfall sind die ethischen Produkte heute teurer als die unethischen. Was bedeutet, wer heute unfair produziert und handelt, nicht ökologisch, nicht nachhaltig, nicht regional, kann erfolgreicher sein. Und das ist, finde ich, der klarste Beweis, dass Rücksichtslosigkeit, Verantwortungslosigkeit und unethisches Verhalten systemisch belohnt wird, weil man damit billiger anbieten kann und damit einen weit größeren Erfolg erzielen kann auf dem sogenannten freien Markt, als wenn man sich ethisch verhält. Und das würde sich umdrehen. Und wir schlagen vor, das sind die Attac-Unternehmerinnen, die wir lange diskutiert haben, dass der Finanzgewinn nicht mehr der Zweck des unternehmerischen Tätigseins sein sollte, sondern nur noch ein Mittel zur Erreichung des eigentlichen Zwecks, zur Mehrung des Gemeinwohls. Wir haben eine ganze Reihe von Verwendungen des Finanzgewinnes, des Finanzüberschusses identifiziert, die dazu beitragen, diesen neuen Unternehmenszweck leichter zu erreichen. Und alles, was Sie hier sehen, ist heute schon erlaubt und bleibt erlaubt. Oder sollte erlaubt bleiben, ist zumindest in unserer Vorstellung und nach unserem Vorschlag. Das Entscheidende und Spannende ist, welche Verwendungen von Finanzgewinnen tun es unserer Meinung nach nicht und schlagen wir deshalb vor, dass sie nicht mehr erlaubt sein sollen. Finanzinvestitionen und Spekulationen des Friseurs oder des Kühlschrankherstellers oder des Krankenpflegeheims, feindliche Übernahmen, Ausschüttung von Gewinnen an Personen, die sich nicht an der Erbringung der Wertschöpfung beteiligen, die nicht arbeiten im Unternehmen. Anders gesagt, Einkommen nur noch für Arbeit. Anders gesagt, der Beginn einer echten Leistungsgesellschaft. Einkommen nur noch gegen Leistung. PS, Parteispenden. Es gibt überall in der individuellen Freiheit eine Begrenzung, nur nicht bei Einkommen, Vermögen und Unternehmensgrenzen. Und das, schlagen wir vor, sollte genauso gehandhabt werden wie in allen anderen Bereichen der Gesellschaft, nach dem urliberalen Grundsatz, dass die Freiheit des einen oder der einen dort begrenzt werden muss, wo die Freiheit der anderen oder des anderen beginnt. Das sind nicht die Zahlen, die wir für gerecht halten, sondern uns ist nur wichtig, dass wir darüber demokratisch diskutieren und abstimmen. Die 3 wichtigsten Folgen, Folge Nummer 1, dadurch, dass Finanzgewinn nicht mehr das Ziel ist,
wir haben ein anderes Ziel. Und dadurch, dass man andere Unternehmen nicht mehr auffressen darf, sind alle Unternehmen aus dem Wachstumszwang erlöst. Hier dürfen endlich die Unternehmen klein bleiben, weil sie sich eben nicht mehr gegenseitig kannibalisieren, bekämpfen, konkurrieren und auffressen, sondern sie kooperieren. Sie müssen nicht kooperieren, aber wenn sie kooperieren, werden sie dafür belohnt. Je mehr sie sich gegenseitig helfen, desto besser sind ihre Gemeinwohlbilanzen. Und die letzte Folge ist, dass sehr viel mehr Menschen Unternehmen gründen werden. Wir werden eine wahre Gründungswelle erleben, weil die Menschen sich ganz einfach wohler fühlen, wenn ihre Beziehungswerte mit den Werten, mit den Leitprinzipien der Wirtschaft übereinstimmen. Und darum, glaube ich, haben wir eine solide wissenschaftliche Grundlage für die Gemeinwohlökonomie und brauchen sie gar nicht primär ethisch oder moralisch argumentieren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und fürs Mitmachen. Genau.